Ja, es soll jetzt hier darum gehen, wie ich irgendeine komplexe Zahl in der trigonometrischen Form ausdrücken kann. Es sollte ja geklärt sein, wie es am Einheitskreis zu basteln ist. Deshalb mache ich das ein bisschen schneller jetzt. Ihr habt also irgendeine komplexe Zahl, die am Rand liegt vom Einheitskreis. Wenn ich die jetzt deutlich mache, habe ich hier meinen Realteil, hier meinen Imaginärteil b. Hier wäre Betrag z. Und das wäre ja in diesem Falle beim Einheitskreis genau 1. Wir hätten die komplexe Zahl ist a plus b mal i. Und aufgrund der Beziehung Sinus und Cosinus kann ich ja schreiben, exakt und genau für a Cosinus von Phi oder Alpha, je nachdem was gerade bei euch im Skript steht oder im Buch, plus Sinus von Phi mal i. Für alle komplexen Zahlen eben, die genau am Rand liegen. Was ist jetzt, wenn ich mal irgendeine andere nehme, zum Beispiel diese, ich hoffe, man erkennt es, wenn ich das jetzt zurecht bastel, ich nenne das jetzt einfach mal, hier der komplette neue Teil ist A neu und hier der komplette Teil ist B neu. Und jetzt sollte man den Strahlensatz auspacken. Das Gute ist, wenn man sich so herleiten kann, braucht man auch keine Formelsammlung mehr. Dann kann man es immer flott aus der Hand machen. Lang durch kurz, das sind die Parallelen, wäre B neu durch B, verhält sich genauso wie lang durch kurz. Das wäre jetzt unsere komplexe Zahl, um die es geht. Das wäre jetzt komplett Z-Betrag durch und das Paket hier ist ja 1. Wenn ich nach b neu umstelle, also mal b rüber, dann hätte ich b neu ist gleich Betrag z mal b. Wenn ich das gleiche Spielchen mit a neu durch a ist genauso wie auch hier lang durch kurz mache, komme ich auf a neu durch, ich schreibe es hin, durch a ist gleich Betrag z durch 1 rüber multipliziert mal a. Dasselbe Spielchen auf A neu komme ich, indem ich A einfach multipliziere mit Betrag Z. Und so könnte ich jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt hier meine komplexe Zahl habe, die irgendwo liegt, dann bin ich ja bei dieser komplexen Zahl einfach nur von Cosinus Phi diesem Wert um mal Betrag Z und bei Sinus Phi auch nichts anderes als Sinus Phi um mal Betrag z weiter, also in Anführungsstrichen weiter, mal i. Warum? Cosinus Phi a-Teil, Sinus Phi b-Teil und jetzt eben die neuen Werte, wie hier hergeleitet, multipliziert mit Betrag von z, also von der neuen komplexen Zahl, der Betrag, der ja der Abstand vom Ursprung bis dahin ist. Und gängigerweise habt ihr es dann in ausmultiplizierter Form wohl da stehen, also Cosinus Phi plus Sinus Phi mal i. Und vielleicht sogar dann noch hier anstatt Betrag z, bei vielen steht da noch ein r mal und dann dieses ganze Paket da drin. Aber vielleicht interessiert auch manche auch einfach nur, dass ich bei irgendeiner komplexen Zahl noch multiplizieren muss vorne mit Betrag von z, was nichts anderes ist, auch als r in irgendeiner Schreibweise. Das wäre noch die Herleitung dazu. Wenn man die natürlich versteht, dann muss man wieder weniger lernen.